Rimmel for Play. Total und recht herzlich willkommen zum ersten Foto- und Film-Club-Verein, wo jeder Amateur, Laie, Profi, Vollprofi, Semi-Profi das erhält, was er braucht für sein Hobby, auch Beruf. Richtig, ist eine Fachfirma auch richtig. Das da hinten kommt natürlich weg, weil im Jahr 2019 wirklich das Foto-, Film-, Club-Studio hier errichtet wird. Ich habe so viele Kunden, die so viele Bildbearbeitungen brauchen. Ich habe so viele Kunden, die mit dem Smartphone Bilder machen. Ich habe sehr viele Kunden, die wirklich fotografieren können, die also bessere Bilder machen wie ein Profi-Magazin. Sie möchten es aber für sich tun. Und da ist der Aufruf. Foto- und Filmstudio als Hobby. Und wir bieten alles an. Ob das Green Studio, Blue Studio, alles, was man braucht oder gebrauchen könnte. Sogar einen Schnitt. Warum alles kaufen? Gut, ein Hobby bedeutet, man kauft sich einen Computer oder eine Maschine von irgendeinem Hersteller und fängt an. Bleibt dabei und zeigt. Gut, aber die Schnelligkeit des Films und die Schnelligkeit des Fotos ist jetzt so schnell geworden, dass man gar nicht nachliefern kann. Ist halt so. Wer diese uralt 1927 gegründeten Foto- und Filmclubs kennt, hallo, grüß dich, hast aber Glück, war heute wirklich stark besetzt. Ja, ja. Ein Film-Fotoclub, wo wirklich jedes Foto, jeder Film bearbeitet, auseinander, zusammengesetzt, neu formatiert und auf den Weg gebracht werden kann. Jetzt werdet ihr sagen, das ist eine Firma. Ja klar, es gibt auch Hobbyisten. Man muss nicht immer in die Firma. Natürlich kann man in die Firma, aber als Hobbyist wird da eine Regelung gefunden werden. Das ist der erste Club. Hallo. Hallo. Was darf sein? Der erste Foto, Film, Video der Neuzeit im Jahre 2019 wird er eröffnet werden. Am 01.01.2019 geht es los. Wir werden aus dem Alten, zum Beispiel aus 1927, so langsam zu Vereinen, Dachverbänden geworden, aufgreifen, es formatieren und neu auflegen. Komplett neu auflegen. Als Foto-Film-Special-Club, wo alles geht. Wo alles geht. Der einfachste mit seiner Schnipp-Schnapp-Kamera, dann der moderne mit seinem Handycam und natürlich die Semi-Vollprofis und die Profis. Also alle auf einmal und alle können von allen schöpfen und von allen kann man irgendwie was lernen. Es gibt nämlich welche hier an Kunden, die haben ja gerade wunderschöne HDR-Bilder gezeigt, ich bin auch ein Fan von HDR. Das sind natürlich Bilder, die eine gewisse Tiefe und so weiter haben, durch dieses Überlappen, und darüber können wir dann reden. Dann die normalen, dann habe ich eine Kundin gehabt, die läuft jetzt immer mit zwei Smartphones rum, weil einer so pfiffig war, der Dame ein zweites Smartphone zu verkaufen mit zwei Kameras drin. Und sie war der Meinung, weil zwei Kameras in diesem Smartphone macht sie jetzt doppelt, zehnfach bessere Bilder wie mit dem Smartphone, wo nur eine Kamera drin ist. Naja, sie hat festgestellt, dass das nicht so ist. Ja, okay, also wie gesagt, dieser Foto-Film-Special-Club hier, der alles beinhaltet, was in diesem Thema, deswegen wird er schätzungsweise irgendwie so eine Art Medien-Club bleiben, ja, in einem Medienfachgeschäft, wo man dann sein Hobby, ja, so bekommen kann oder Erfahrungsaustausch, weil alles kann man nicht wissen. Es gibt Kniffe. Da macht man auch mit einem ganz einfachen wunderbare Sachen. Man meint, man muss da ein Hightech-Gerät kaufen, um solche wunderschönen Sachen zu machen. Nein, eben nicht. Es gibt Sachen, die man mit ganz einfachen Mitteln zaubern kann. Früher Laterna Magica sah die Sache anders aus und wie gesagt, dieser Kasten zum Drehen oder die Super oder die Normal 8 in den 60ern. Mit Aufziehen. Ja. Ich meine, das waren auch Filme.
Ja, heute wegen der Flut der Bilder, Flut der Filme. Ja, Flut. Ich brauche nur bei Onkel Google reingehen, schon ist eine Überflutung da. Grüße! Wie immer, nicht für ran. Warum? 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 Weil ich dich mal gefragt wurde. Darum. Können wir... Ich sag ja. 2019 sage ich ja zum Fotofilm-Club. Für Hobbyisten, aber für alle. Nicht nur online, offline, Club, zeigen, sich unterhalten. Problem ist halt, ich bin jetzt sehr lange unterwegs und habe mir alles angeschaut. Es gibt wunderbare Clubs, die habe ich auch erwähnt, die also zu einem Dachverband gehören, habe ich auch erwähnt. Ob dieser Club da irgendwann mal angebunden wird, weiß ich noch nicht. Ich unterhalte mich jetzt mit einigen, die nur Foto machen, Foto bewegen, darüber reden. Ich mache es ja, wie gesagt, beruflich an sich brauche ich keinen Club. Ich habe jeden Tag hier Kunden, ich habe gerade mit Leuten philosophiert über ihre Bilder. Sie hat, die Kundin, ein wunderbares Bild geschossen am Waldnersee und ist wirklich glücklich über dieses Foto, was sie da gemacht hat. Und hat sich gewundert, dass die Profis, die da lang gelaufen waren, sich nicht diese Szenerie, die sie entdeckt hat, aufgenommen haben. Sagt sie, ich habe da aufgenommen und plötzlich hat doch einer dieser Profis mit diesen Wahnsinnskameras hat dann da losgelegt. Richtig. Also ich habe auch einige Kunden, die also Wahnsinnsbilder machen, die aber keinen zeigen und nur für sich, sogar Kalender machen. Die machen wunderbare Kalender für sich und bleiben für sich. Gut, aber irgendwann packt es ein und der möchte seine Fotos doch oder möchte doch am Foto da was machen und kommt da nicht hin. Man kann vieles kaufen, das ist richtig. Man muss diese Software etc. Aber in diesem Film-Foto-Club, da ist ja schon alles da. Und weil alles da ist, kann man es dann natürlich nutzen. Jedes Mitglied, was auch wirklich mitmacht, hat natürlich auch einen Obolus verdient, etwas günstiger es zu bekommen, wie ein normaler, der halt nicht im Club verweilt und auch keine Interesse hat, sondern eben kurz reinschneidet. Mach mir mal ein Bild fertig. Oder ein Künstler. Na? Ja. Hallo. Grüße. Einfach ran. Genau. Ich werde als AWA Movie Entertainment Foto und Filmproduktion dieses Ganze ins Leben rufen, auch protegieren und helfen. Ich werde jedem Mitglied helfen, in seinen Fragestellungen die richtige Antwort zu finden, wie die Kunden tagtäglich es ja auch bekommen. Tagtäglich suche ich denen das heraus, mache denen das und ihr wisst, was HDR-Fotografie ist und wenn das nicht wisst, wird es dann gezeigt. Ob, wie gesagt, an einen Fachverband angeschlossen wird oder mit anderen Vereinen zusammengewirkt wird, weiß ich noch nicht. Ich arbeite also, wie gesagt, an diesem Fotofilm und denke mir, dass Beruf Hobby, Hobby Beruf ein und dasselbe doch Symbiose, also in eine Symbiose gehen kann, wo beide sich helfen. Ja, man kann ganz schnell immer, da habe ich ja gar nicht dran gedacht, weil als Vollprofi denkst du ja immer nur an Maschinen. Ja, grüezi! Und die neue Sendung bei Star Wars gesehen? So, kommen wir zum Abschluss des sogenannten Foto- und Filmclubs. Verein, je nachdem, kann man immer noch drüber sprechen. Ich hatte heute sehr viel Besuch, die mit Fotos zu tun, mit Videos zu tun, mit Überspielung, Dias und so weiter. Und gerade eben zum Schluss Lichtburg. Die Lichtburg feiert 90 Jahre hier in der Stadt Essen. Ich hätte Freikarten sofort haben können, ich habe nur Nein gesagt, weil um die Uhrzeit 19 Uhr schaffe ich nicht. Ich müsste jetzt wetzen wie ein Weltmeister, um in die Innenstadt um 19 Uhr zu kommen, das schaffe ich nicht. Ich hätte diese Freikarten da, okay, hätte ich annehmen können, hätte sie dann verschenken können, aber da es diesen Film-Videoclub noch gar nicht so gibt, hier in der Stadt Essen, hier in diesen Räumlichkeiten, in diesen Studios, kann man nicht machen. Die Zuschauer, die hier zuschauen, die gibt es ja noch gar nicht als Video und Foto und Dialog und überhaupt und deswegen geht das nicht. Aber was ich sagen wollte ist, dass wir, wie gesagt, das jetzt in Szene setzen werden, November, Dezember. Wir werden auch einige Clubs diesbezüglich besuchen und dann mal schauen,
wie wir diesen hier ausrichten. Jeder ist da herzlich eingeladen, ein Clubmitglied oder in diesem Verein zu verweilen. Ich hätte gerade, wie gesagt, auch Layouts zu machen, Bilder zu machen, Fotos zu machen und Überspielungen auch scannen. Und das kann man ja alles. Und man könnte da dann, wenn Leute mitmachen würden wollen, könnte man auch sagen, können wir nicht auf diese Schiene gehen, also auf diese Bearbeitungsschiene oder auf diese Bearbeitungsschiene. Welche Bearbeitungsschiene oder Programm, Software wäre für mich das Richtige? All solche Themen würden hier bearbeitet, sie werden ja auch bearbeitet, aber berufstechnisch, somit wäre es dann auch im Hobbybereich. Dazu lade ich euch total und recht herzlich ein. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr ja sagt. Okay, ihr solltet Essener sein aus Frohnhausen etc. Harzhof und Umgebung. Es gibt hier auch Vereine, habe ich festgestellt, die hier in der Stadt Essen verweilen und die dann aus Kleve sogar kommen, Kleve. Und es gibt auch Verbandsmitglieder, die sogar aus den Niederlanden kommen. Also ist hier schon doch irgendwas im Busche, also gibt es das doch schon hier ein bisschen. Es ist dann natürlich auch an die jüngere Generation gerichtet, an die ganz jungen, mitteljungen, also an die Young Generation, ob die Lust und Laune haben, an einem Video sich zu beteiligen, zu Schauspielern und so weiter und so fort und zu schneiden, am Schneidesitz zu sitzen. Ich habe auch gerade mit Blackmagic, ich gehöre zu Blackmagic und Blackmagic hat gerade wunderbare neue Sachen auf den Markt gebracht. Ein Kollege von Seven Loads und Jungspund, der bei Saturn unter Vertrag steht, hat diese Sachen oder bekommt diese Sachen und hat die dann bei YouTube auch schon untergestellt. Ich habe gerade gesehen, 264.000 haben sich das angeschaut. Den werde ich auch irgendwann nochmal grüßen, aber wie gesagt, Seven Load, die Geschichte ist auch zu Ende. Meiner einer ist leider mindestens 30 Jahre älter wie dieser junge Mann da. Der spricht halt durch seine Witzigkeit und das, was er da macht, die jungen Leute an. Hier in diesem Alter und durch diesen Modus, den ich jetzt hier moderiere, um die 300 ist auch okay. Und die Vereine meistens haben auch um die 300, weil sind ja halt die Vereinsmitglieder und die Clubmitglieder, die diesbezüglich sowas sehen. Also ihr seid total recht herzlich eingeladen, wie ich diesen, wie sollte man sowas nennen, so ein Foto-Video-Club? Hast du da irgendwie einen Namen? Nee. Doch, hast du nicht? Also die jungen Leute wissen auch noch nicht, wie man sowas nennen soll. So ein Fotofilmclub, da kann man auch Fotofilmclub lassen. Den gilt ja seit 1927 schon. Ja, neuer Begriff, keine Ahnung, Crazy Horse im Filmbereich oder was. Oder Affentanz auf Zelluloid oder so. Egal, siehst du, spontan fällt mir da immer Blödsinn ein, aber die Leute würden das nicht verstehen. Also wir Filmbearbeitung, Fotobearbeitung, Diabearbeitung, Super 8, Normal 8 Bearbeitung, analoge Bearbeitung, Wandlungen. Das ist ja hier seit 1966, seit 1976 als Firma und jetzt halt 2019 im Hobbybereich. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Im Hobby ist das so eine Sache, wenn man schon eine Firma hat. Also in diesem Hobby würde dann alles zu nutzen sein, ist klar. Die Maschinen, wie geht das, wie kann man das machen und so weiter und so fort. Und damit könnte man ja dann wunderbar arbeiten. Also ihr seid eingeladen, den Videoclip mit gefällt mir oder so zu honorieren, wenn ihr Lust habt, auch nur wenn ihr Lust habt. So, ich mache jetzt Finish, ich bearbeite jetzt diesen Videoclip, mache daraus irgendwas Schönes, damit ihr Spaß habt, den zu sehen. So funktioniert das. So. Dreaming for play.